Hallöchen Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Enchanted Cave 2. Ich habe gerade meine Aufnahmetaste 5 gedrückt auf dem Numpad. Und dabei hat er eine Heal Potion geschluckt. Das finde ich nicht sehr nett von ihm, muss ich sagen. Ah, das hätte ich nicht tun sollen. In der Hoffnung, hier ist ein Dude drin. Den kann man auf dem... Ah, nein. Boah. Training Ring. Enchanted Boost Combat Experience a bit. Okay, einfach 5% mehr... 5% mehr XP. Das ist jetzt nicht so. Dann skill ich das lieber tatsächlich. Aber wir kriegen ja dadurch ordentlich. 55 kriegen wir dadurch. 10% mehr. 61, 71 sogar. Ah, die wollte ich ja nicht killen. Oh, die wollte ich auch nicht killen. Egal. Bring uns Zeug, ist in Ordnung. Lass uns zu den zwei Tempelgeistern hier vorbeilaufen. Was für eine Harpy-Regeneration wir auch haben. Das ist mega gut. Na, nochmal nice. Wieder eine Fee. Sehr gut. Wieder sowas. Magic Pickaxe. Wunderbar. Nehmen wir mit. Kommt alles mit. Alles wird hier mitgenommen. Und wir kriegen auch super viel Erfahrung, ne? Na, gerade die Größen gehen ein bisschen mehr. Als sonst die kleinen Viecher, die wir sonst sehen. Flur 3 und... Egal, kennen wir die auch noch. Flur 33 sind wir schon. Na. Na. Da oben. Na. Danke. Nimm es doch einfach. Jetzt kommen aber die Feen wieder, ne? Jetzt können wir die wieder ordentlich abgerasen, scheinbar. Bling! Ich dachte, ich hatte eine Fee unten gesehen? Scheinbar nicht. Hab schon wohl Geister gesehen. Oh, Geister. Wie die Tempelgeister hier. Also richtig schön, muss ich sagen. Gefällt mir. Macht Spaß durchzuspielen, auch wenn man es immer wieder neu macht. Aber ist egal. Tatsächlich. Macht Spaß, weil es sieht ja immer wieder anders aus. Gegner sind... Werden immer stärker, gibt neue. Dude, wie die Minimap aussieht, er war alles voller Gegner. Ah, nee, da will ich nicht hin. Platsch. Health Potion und weiter geht's. Flur 35, kommt bald mal wieder ein Boss? Müsste eigentlich bald mal wieder, ne? Hier haben wir leider keinen Geist, der uns was bringt. Naja, da geht's auch nicht lang. Müssen tatsächlich da oben lang, okay. Gegen die kleinen Spinnen ist es nicht so angenehm. Aber wir sind schnell tot tatsächlich. Die sind schnell weg. Aber ich gucke, ob es hier irgendwo noch diese kleinen Geister gibt, ne? Die sind schon sehr praktisch. Singing Sword mit 36. Lass uns mal oben links lang gehen. Okay, komme ich nicht vorbei. Ernsthaft, ich muss da lang? Vergiss es. Dann geht's da weiter. Ist mir auch egal. Gut, dass die... Ah, ne, stimmt. Ja. Die waren ja so widerlich. Ah, ich habe ihn noch gekillt, ohne dass er einen zweiten Attack machen konnte. Das Silver Cutlass. Also ein Kill und der ist tot. Sehr schön. Zack. 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 An der komme ich vorbei. Eine Defense dazu. Die kann ich noch killen, die sind noch worth. Die kann man mitnehmen. Da hinten, da unten ging aber nicht. Also über diese Steingiganten. Den muss ich killen, bevor ich runter möchte. Den machen wir jetzt gleich mal kaputt. Ein Schildkrötchen. Eine Feder. Ja, ja, ja. Wäre wieder eine Schmiede ganz cool. Wenn ich mal schauen kann, ob das irgendwas bringt, was ich da alles gerade sammle. Oder was das so bringt. Ah, ist okay. Nehmen wir den nächsten mit. 38, let's go. Sieht immer komisch aus, ne? Das da? Als ob da irgendwas wäre? Gucken wir mal.
Ja, gleich wieder ein Level-Up. Sehr schön. Nicht da draufklicken. Ah, nicht auf den Stein gegangen. Ah, alles so viele starke Gegner. Die Steingänse sind echt widerlich, finde ich. Achso, das war einfach nur... Tatsächlich einfach nur so ein Weg. Ja, das sind zwei, das kann man mitnehmen. Aloe-Extrakt, na dann, auf geht's zum Ausgang. Wir haben super viele Tränke dabei. Wird also gleich ein Bosskampf auf 40, wobei ich nicht... Ah, das andere war auf dem 35er-Weg gewesen. Ein untoter Wolf. Auf jeden Fall haben wir hier noch was. Oh, sogar drei Kisten. Ein Burst Ring. Schauen wir uns nochmal den Burst Ring an. Fünf Feuerschaden und vier Windschaden. Oh, der ist aber gut. Hör mal auf damit. Ich möchte das nicht. Können den ja austauschen, oder? Wobei der hat drei. Ne, den finde ich ganz gut tatsächlich. Aber wir haben zwei Wooden Quartz Rings. Der eine bringt mir Mana Rack, der andere bringt Lebensreck. Und der andere bringt einfach nur Schaden, der Spark Ring. Ist halt die Frage, ob ich den Burst Ring dafür austausche. Also, ich hasse das. Kann ich das nicht irgendwo abbrechen? Er tauscht dann ja immer. Tatsächlich muss ich aber sagen, den Burstring finde ich besser als den Sparkring. Was soll der mal mitnehmen? So. Drei Schaden aber schon mal dabei ist, okay. Der macht hier im Prinzip fast das gleiche wie der. Wenn ich jetzt gleich noch eine Schmiede finde, wäre das ganz geil. Weiß noch nicht, ob der worth ist, den jetzt schon mitzunehmen. Ich lasse den erstmal noch dran. Oder 5, 8. Oh, das macht schon wirklich viel Damage. Lassen wir noch drinnen. Lassen wir drin. Schon drin. Bitte ein Mana Regner. Ein Night Child. Deutlich mehr Rüstung. Was hast du hier noch schönes, kleiner untoter Wolf? Kriegen wir das Level Up vielleicht noch? So, ein bisschen mehr kämpfen. Kriegen wir hin, wa? Unten links ist noch. Aber egal. Nehmen wir das erstmal mit. Ach so, ja, hier ist die Schmiede. Haben wir so was Neues? Explosive Lime Attack. Oha, Alter. Fuzzy, Dark Attack, Dark Defense, Mountain Root. HP Generation, alles klar. Können wir ein bisschen umswitchen. Der Ring kriegt erstmal HP Generation. Wo sind die gewesen? Hier sind die Zutaten. Trollpup. Oha, Alter, Trollpup ist auch heftig. 35? Ah, okay. HP MP Enchantment for Potions only. Und wo war das andere? Voidweed? Nee. Wir wollen einfach 8 Dinge. Das ist ja ein bisschen too much, finde ich. Ich finde einen MP-Regeneration sollen wir mitnehmen, oder? Ja, nehmen wir eine MP-Regeneration mit. Für die Trollpups. Genau, 1 und 4. Enchanten wir. Theoretisch können wir halt die auch austauschen, weil wir halt bessere haben. Ich glaube, das müssen wir später machen, oder? Gerade dieses plus 3 könnte ich ja theoretisch auch plus 4. Ach, warum ist das noch nicht enchanted? Also noch nicht mit zwei Dingern enchanted. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Wie 3? Achso, der ersetzt das, alles klar. Kann ich das nicht, genau, kann ich. Das eine bleibt, das andere kommt dazu. Jetzt habe ich den da und den Ring lege ich noch an. Burst Ring, ne? Ja. Sehr schön. Ja, wenn wir den Rest kannst du haben.
Silver. Ah, wobei. Machen wir Mithrilnef und Silver Cutlass beide weg. Singen soll auch. Wir schauen gleich mal, was wir davon besser anziehen können. Erstmal. Wir haben hier 23, 33 Schaden. 6, nee, 33 Schaden ist richtig und eine Mana weg. Das ist schon echt krass, das Singing Sword, ne? Wir werden jetzt das mal mitnehmen und kurz verzaubern auch noch, das Singing Sword. Was wir eine Mana-Rick drin haben. Was anderes, was... Ah, HP-Regeneration ist okay. Ich habe keinen Mana mehr. Dum-dum-dum-dum-dum. Das wieder neu machen. Ach, dass man das währenddessen nicht machen kann, ist etwas schade tatsächlich. Enchanten. Das heißt, Viscous-Dingensen, genau. Und. Blue Jungle. Nee, Empiric. Da. So. 36, 44 Schaden hat das Ding. Ah, krass. Mal gespannt, wie weit wir hier kommen noch. Vielleicht kommt jetzt ein Boss. Ist das böse? Icy Eye. Ja, es ist böse gewesen. Okay, stark. Starke Sache. Die sind wahrscheinlich auch wieder ein bisschen... okay, die sind nicht mehr so stark. Müssen die Geister abfarmen. Na verdammt, der konnte mich doch zum Angreifen. Er konnte mich noch angreifen. Aber schön hier, ne? Sieht wirklich schön aus. Dum, 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 dum. Gleich haben wir Level Up. Silver Gauntlets. So, nehmen wir die noch mit. Dass wir uns heilen können. Theoretisch kann ich die Spinne wahrscheinlich one-hitten, ne? Ja. Ah, nicht gern. Nicht immer. Nicht immer, aber wir müssen es probieren. Zack, zack. Ah, verdammt. Zack. Jetzt ist aber noch schwieriger, die versteckten Wände zu sehen. Weil das ist alles heller geworden. Im Dunkeln ist es recht einfach, das zu sehen. Im Hellen hingegen nicht so sehr. Ich kriege hier einfach super... Oha, würde ich haben. Weg mit dir, du hässlicher Titan. Alles klärchen. Ja, geh weiter. Danke dir. Danke fürs Bestätigen. So, her damit. Irgendwann... Oh, Priest den Gold Ring. Wird wahrscheinlich mehr Gold geben, oder? Not great for combat, but it's very, very... 1500 Gold? Ja, moin. Ist einfach reich dadurch. Einfach Ringe verkaufen. Ah, wir haben Level abbekommen, sehr schön. Burst Ring nochmal. Okay, wir gehen raus. Also, nächste Ebene. Wir haben noch super viele Tränke. Aber ich denke, bei Flo 45 wird wieder... Oh, Hallöchen. Primitive Mage. 150 Schaden. Wir werden ein paar Tränke schlucken. Okay, wird auf jeden Fall... Oh, wen haben wir denn da? Einen Verletzten. Ja, das... Besser sehr. Give small health potion. Thank you. Eine Spitzhacke, ist das dein Ernst? Weg mit dem Schmutz. Oh, der vereist mich. Ah, ist ja nicht so hübsch. Ein kleines Spinnchen, was wir wegmachen. Leider nicht One-Hit, schade. Ja, starke Gegner auf jeden Fall. Na, auf geht's weiter. Bossgegner? Hm, ich hätte es gedacht. Malachit? Spirit Shard. Und langsam knapp. Aber ich kann den killen. Dann kann ich an zwei Dinge ran. An den da und an den da. Hier ist eine Schmiede, aber ich will ja einen Händler haben. Um das Ding zu verkaufen, weißt du? Aber leider. Leider kein Händler. Ah, da ist ein fetter Schneekrieger gerade gewesen oben. Thick Leggings. Ja, da sind die Krieger. Gehen wir mal dahin. Oh, noch eine Kiste. Da ist einfach
hundertmal besser schon als meine goldenen Dinger. Aber ich muss mir jetzt das Goldene hier finden. Na. Muss man hier goldene Items finden? Das fand ich so einfach. Einfach alles bedeckt mit Gegnern. Okay. Zack, zack, zack. Naja, brauchen wir Defense wahrscheinlich. Ich glaube, Defense bringt dir wirklich echt sehr viel. Mich fast killt. Okay. Oh. Das hat was zu viel. Trockenes Eis bekommen. Wo wäre es das hier? Undead Ice Viking. Hat ziemlich viel Damage gemacht. Trotz Gegenheilung. Okay, wir werden die noch killen. Weil die machen echt viel Aua. Und dann gehen wir auch. Das mehr. 47 ist okay. Ja, wir haben super viele Items bekommen. Hoi, hoi, hoi. 4 Level Ups, 4000 Gold bekommen, einen neuen Shop, super viele Stat Gems. Das ist schon praktisch, ne? Jetzt. Stripe 65? Ja, moin. 15% Crit-Chance. Komm, was Crisp Blend, das Vetri müsste ich austauschen dadurch. Eieieiei. 65 Schaden, das ist natürlich krass. Ja, wir tauschen das mal aus, dass er gleich die Verzauberung hat. So. Sparking haben wir hier, wenn wir das trotzdem noch austauschen. Trainingsring, Burst Ring. Sehr schön. Viele Ringe bekommen. So, 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 so. Skills haben wir noch. 12 Punkte, wa? Ja. Lass uns den offensiven Zweig erledigen. Und lass uns jetzt. Wir wollten eigentlich wollte ich jetzt Transmute, wa? Wir können dann wirklich jedes normale Item in permanent verwandeln. Wäre schon geil, ne? Hm. Mehr Mana-Punkte? Naja, offensive Zauber will ich tatsächlich gar nicht haben. Für offensive Zauber bin ich jetzt nicht so. Nicht so zu haben, muss ich gestehen. Ja, Gold-Drop plus 3% können wir auch machen. Item-Drop-Chance plus 1% ist auch in Ordnung. Wir können aber wenigstens erstmal Gold-Drop-Chance machen und so weiter. Zwei Punkte noch. Magic und Mana. Let's go. 109 Mana, 790 Leben, sehr schön. Ne? 5% Dodge und 55% Crit. Nicht schlecht. HP-Arena zum 20. Bluten leider nur 6. Lifegen gar nichts. Ärgerlich. So, wollt ihr noch was haben? Ich hab super viel Gold. Gib mal her, das ganze Zeug. Oh. Fake Diamond Ring. Keine Rückgaben. Du Arsch, du. Aber hier sind immer mehr Leute weg, ne? Dragon Skull mehr. Ja, okay, wird er haben, alles klar. Yes, das you see. Wir sollen ihn mit rausbringen? Okay. Wie soll das denn funktionieren? Ja, ein paar Leute sind noch hier. Wir brauchen aber mehr Leute. Ich glaube, es muss mehr Leute retten, ne? Irgendwie uncool. Ich hoffe wirklich nicht, dass sie irgendwie eine Auswirkung haben auf irgendetwas. Wäre nicht so schön, der ist abgehauen, der Dude. 19. Ja. Ja, coole Sache. Fake Diamond Ring haben wir hier. Achso, aber den können wir natürlich reinpacken. Haben wir nicht bekommen. Oh, geht gar nicht. Ah, ist gar kein richtiger. Kein richtiger. Richtiges goldenes Item. Alles klar. Guck mal, liebe Freunde. Wir machen kurz eine ständige Pause. Ich denke, ich werde einfach nochmal. Ach, wir werden einfach nochmal reingucken, oder? In 45 einfach nochmal rennen und schauen, wie viele Gegner wir killen. Ein paar neue Legendaries und so. Ist natürlich schon wichtig. Und vor allem müssen wir den ja auch noch verzaubern. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder in der nächsten Folge von The Enchanted Cave 2. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.